Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde War Thunder. Wir sind heute unterwegs mit dem chinesischen 6-3er, der kann mit dabei den T-34-85 Guy, die Su 100, den M18 GMC, den Typ 63, die ZSD 63 PG-87 und für Passluftunterstützung neu mit dazugekommen die Mosquito FB-MK-26 und wir machen es direkt auf die Jagd. Gut, los geht's. Schauen wir mal, dass wir schnell nach A kommen. Das wäre mal ganz gut. Schon mal ein Cap holen. Ja, also meine Stimme, also beziehungsweise anders gesagt, ihr habt es vielleicht letzte Woche mitbekommen, Streams sind ausgefallen. Meine Stimme ist verschwunden oder war ziemlich stark angeschlagen. Und ist aktuell immer noch so. Für Streams würde es halt auch nicht reichen, aber ich dachte mir so für YouTube-Aufnahmen, da könnte das noch gut funktionieren. Vielleicht wird es auch nur eine Runde, vielleicht zwei, das muss man mal gucken. Wie halt auch die Runde dementsprechend wird. Ich bin nochmal ganz nett und warte nochmal ganz kurz auf euch beiden, weil ich so freundlich bin. Ja, das ist halt natürlich ein bisschen problematisch, wenn du streamen möchtest und aufnehmen möchtest ohne Stimme, ist in der Regel ein bisschen schlecht. Und hinzu kommt auch noch, dass ich auch ganz schlecht höre zurzeit. Was heißt ganz schlecht, aber schlechter höre als zuvor. Weil sich der Kopf so anfühlt, als hätte ich einen Helm auf. Und damit höre ich teils die Motoren von den Gegnern nicht mehr. Und da ich mir jetzt zuletzt angewöhnt habe, ganz stark nach Gehör zu spielen, ist das total schwierig, wenn plötzlich neben dir ein Panzer auftaucht, den du nicht gehört hast. Naja. Schau mal, Skauer. Ich hoffe, dass es einigermaßen brauchbar hier wird, die Runde. Wir werden es rausfinden. Ist da noch einer oder nicht? Oh, hab ich doch richtig gesehen. Der hat mich angeschielt, der war wahrscheinlich gerade genauso überrascht wie ich. Okay, der war schlecht geschossen, habe ich jetzt einfach nur aus Angst geschossen. Okay, gut. Jetzt ist vorbei. Kann ich noch scouten? Guten Cap und zwei Abschüsse schon mal ganz okay. Ja, nehmen wir den Type 63. Das Deck spiele ich aktuell sehr, sehr gerne. Jetzt, wo ich Deutschland, wo ich ja eigentlich weitermachen wollte, aber einfach, es macht mir einfach null Spaß aktuell. 4-3 bis 7-0 finde ich Deutschland spielen fürchterlich. USA habe ich jetzt aktuell auch keine Lust mehr drauf, deswegen bin ich wieder zurück nach China gegangen. Ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen, konnte ich leider nicht scouten. Bis ich mich dann irgendwann in die anderen Nationen wieder weiter durchbeiße und hier keinen Bock mehr habe. So kennen wir War Thunder. Weit ist der weg? Ganz weit bestimmt. Russische Panzer und nach unten gucken. Da war ja was. Wo da drüben? Oh shit. Waren Flugzeuge in diesem Spiel schon immer so lästig? Ich weiß, ich habe zuletzt das Gefühl, dass Flugzeuge irgendwie, also dass irgendwie vermehrt Flugzeuge am Himmel sind oder so.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Das gibt's doch jetzt nicht. Hätte ich mal einen Kopf einziehen können? Natürlich ist ja auch noch seine Bombe losgeworden. Nein, hat er mich nicht. Als ZSD finde ich immer noch, ist die beste Flugabwehr, die ich habe. Mit der treffe ich wenigstens mal was. Besser als Ostwind, Wirbelwind und hier andere Flugabwehrfahrzeuge ein. Entschuldigung, musste ich mir einmal glatt tot husten vor Frust. Ich würde ja mit der Moskito reingehen, oder wie ein Kumpel die Dinger immer nennt, Moskito. Aber der sagte auch Jalapenos statt Jalapenos. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Aber das Flugzeug sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Komm, lass dich treffen, sei cool. Noch nicht. Wo sind denn eigentlich auch unsere Flugzeuge am Himmel, die mal den Gegner das Leben schwer machen? Wann bin ich gut? Ich meine, muss man ja auch einmal schaffen, einen ganzen Clip auf dem Flugzeug abzufeuern und nichts zu treffen. Muss eins dieser versteckten Talente sein, von denen ich noch nichts wusste. PT-76, bist du blind? Ich meine, danke, aber bist du blind? Wann freue ich mich hier schon B einzunehmen? Juhu! Ich sag zum PT-76, bist du blind und sehe den T-14 vor mir nicht, ey. Leck mich doch am Ärmel. Entschuldigung, PT-76. Ja gar nichts reißen. Ne? Das Ding hat leider noch gar keine Bomben. Nuschts. Hat das Ding nuschts. Mit Ö und Sch. Aber die hier, Su-100. Finde ich sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wahrscheinlich jetzt, wo ich sie gelobt habe, wird sie wahrscheinlich instant platzen, ohne was zu machen, wie es ja immer in solchen Fällen ist. Es wird doch gar nicht weniger mit feindlichen Flugzeugen. Was ist denn da los? Die müssten doch irgendwann alle mal ihre Bomben abgeworfen haben. Oder waren die schon wieder zurück und wieder zurück? Auf Munition und wieder aufs Schlachtfeld.
Das ist ja fürchterlich. Leute, warum? Was ist da los? T34, mach was. Den finde ich auch ganz cool, den PTRZD. Dankeschön. Sehr freundlich. Wobei ich mit dem weniger... Der hat der jetzt die ganze Zeit gewartet, bis wir repariert wurden? Oder? Oder kam der jetzt wirklich zufällig dahin? Ja, natürlich explodiert er instant danach. Es ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Du wirst repariert oder du reparierst jemanden und in dem Moment, wenn du abgeschossen wirst, explodiert auch derjenige, der dich angegriffen hat. Ich glaube, das war gerade so richtig, was ich gesagt habe. Und vor allen Dingen, der hat es überlebt, das... Klar. Es ist wild. Das ist so typisch War Thunder. Du hilfst jemanden, reparierst den, du gehst kaputt, dein Angreifer geht dann kaputt und den du repariert hast, der hat es überlebt. Sag mir bitte, dass das nicht nur mir passiert. Ich mag die ZSD. Clip könnte ruhig ein bisschen mehr Schuss haben. Nee, nicht auf mich fliegen. Schade, dass ich da nichts abbekommen habe, dass ich keinen Treffer landen konnte. Wäre natürlich stark, wenn wir die Runde noch gewinnen würden. Sah ja am Anfang nicht danach aus. Dass der immer noch lebt, ne? Aber ich muss aber auch sagen, die BTRZD hält auch übertrieben viel aus, teilweise. Ich wurde mit der auch schon so oft niedergeknüppelt, wo ich dachte, das kannst du nicht übernehmen. Und das Ding stand immer noch da. Und das, obwohl ich das gespielt hatte, nicht jemand anders dann. Ja gut, das war auch nicht sehr klug. Da war ich ein bisschen sehr durchgierig, hatte gehofft, dass das ein leichtes Ziel ist, auf was ich schieße. Dem war aber nicht so. Naja, habe ich verdient. Auch hier, ne? Also sowjetische Fahrzeuge halten teils unverschämt viel aus. Und so dick ist die ZSD jetzt nicht. Komm, dann können wir noch die Mosquito mitnehmen. Boah, das klingt fürchterlich. Habe ich auch erst ganz neu, deswegen hat sie leider noch keine Bomben, kein nichts, kein gar nichts. Aber vielleicht erwischt man irgendwie was Offenes oder so. 10 Abschusshilfen hat der, okay. Ja, Runde ist ganz okay. Es wird auch bei der Runde bleiben.
Dann entschuldige ich mich jetzt schon für. Weil ich weiß nicht, ob das mit einer Doppelrunde, ob das so gut wäre. Denn ich möchte, dass das alles wieder schnell genesen. Also, dass die Stimme da wieder schnell genesen und dass wir in Zukunft dann wieder auch in Livestream sowas reingehen können. Und da brauche ich halt nur mal Stimmbänder, die funktionieren. Deswegen verzeiht, dass es heute nur eine Runde wird. Ein Quickie. Es wird heute ein Quickie. Naja, stell dich nicht so an, das musst du können. Aber die Türen ganz schön gut dafür, dass das Ding so groß ist wie eine Flunder. Oh, warte mal, ich habe vergessen hochzuziehen. Oh Gott. Shit. Hat da gar nicht drauf geachtet. Ich darf nicht lachen. Schwierig. Ja, schade, aber die Runde werden wir wohl gewinnen. Das ist schon mal ganz schön. Ich konnte ein bisschen was dazu beitragen. Wenn auch nicht überragend, aber... Ich denke mal, damit kann ich ganz zufrieden sein fürs Erste. Und ja, wie gesagt, es tut mir leid, aber heute gibt es halt nur eine Runde. Mal gucken, wie es am Freitag dementsprechend wird. Ja, trotzdem hoffe ich, dass es euch die Runde gefallen hat. Lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr Lust habt, schaut doch mal im Livestream in Zukunft vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Damit bin ich raus. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.